Willkommen, willkommen, willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal geht es darum, wie ich mein Video stabilisieren kann mit Hilfe von KDE NLive. Denn das hat einen Videostabilisator VidStep mit eingebaut. Den findet man aber nicht, wie man sich denken könnte, unter Effekten irgendwie, sondern den findet man tatsächlich im Projektmonitor. Falls ihr da also eine Videodatei reingeschoben habt, wie ich zum Beispiel diese hier, ich kann die mal kurz abspielen, wie die dann aussieht. Also ein bisschen was shaky, aufgenommen mit meiner XT20. Und wenn ich das für ein Produktvideo verwenden möchte, ist das ein bisschen was vielleicht zu wackelig. Und da macht es Sinn, eventuell gerade bei solchen Videos, also wenn es nicht allzu wackelig ist, das Ganze zu stabilisieren. Und das kann ich eben machen unter KDE NLive. Dazu muss ich einfach hier Rechtsklick machen, sage Clipvorgänge stabilisieren. Dann öffnet sich mir ein Konfigurationsfenster. Und hier kommen wir jetzt zu den Einstellungen, die ich auswählen würde an meiner Stelle für so ein Video. Zum einen habt ihr da mehrere Möglichkeiten mit rumzuarbeiten. Die Hauptoptionen sind oben angezeigt, das sind Smoothing und Accuracy. Accuracy ist auf 8 gestellt, also im Grunde genommen, wie zuverlässig soll es halt eben das Ganze erkennen. Je höher ihr das stellt, umso länger braucht das Rendern oder das Erkennen. Und Smoothing ist halt, wie smooth soll das ganze Video werden. Und da könnt ihr auch auswählen, was ihr wollt. Ich lasse das jetzt mal bei 10. Ja, vielleicht, ich gehe mal vielleicht auf 15. Wir machen mal 15. Und Accuracy lassen wir mal bei 18. Und Micro Contrast und so weiter und so fort. Step Size, das wollen wir gar nicht, sharpen, auch nicht. Das, was uns interessiert, sind die unteren Optionen. Zoom und Shakiness. Shakiness soll sagen, wie wackelig ist jetzt die Aufnahme hier. Und das kann ich jetzt einstellen. 4 ist jetzt ein Wert, wo ich sage, ist nicht so wackelig. Jetzt in meinem Fall ist es auch nicht so wackelig, aber ich würde hier doch schon mal auf 6 hochgehen in Sachen wackelig. Also so in Mitte. Ihr seht, die 6 ist so ungefähr die Mitte. Obwohl es, glaube ich, bis 10 geht, ist visuell nicht 5 die Mitte, sondern 6. Deshalb sage ich mal, gehen wir mal auf die Mitte. Und in Sachen Zoom, das ist auch eine interessante Sache. Wenn ihr nämlich in das Bild hineinzoomt, dann gibt es natürlich eine viel bessere Möglichkeit, das ganze Bild zu stabilisieren, indem man einfach den Ausschnitt, der hineingezoomt wird, einfach verschiebt. Und je mehr ihr hier hineinzoomen könnt, in dem Fall bei dem Produktvideo, brauche ich diesen Teil hier, diesen großen Teil hier eigentlich gar nicht, sondern nur das Produkt selber. Deshalb kann ich sagen, okay, ich will ein bisschen was reinzoomen und kann dann da hochgehen, naja, nicht allzu viel, 4, 5, 6 oder sowas kann ich auch hochgehen, 6, 7, vielleicht sogar 10 Prozent reingehen, dann machen wir mal 15 Prozent und dann werdet ihr mal sehen, wie das dann aussieht. Und ja, wenn ihr das alles ausgewählt habt, klickt ihr auf OK. In dem Fall, ich habe es vorher schon mal ausprobiert, muss ich überschreiben. Dann läuft hier ein Vorgang ab, den seht ihr hier. Der wird hier angezeigt. Und der wird auch, wenn ihr in dieser Ansicht seid, wird hier auch ein kleiner Statusbalken angezeigt. Wenn ihr in dem Ansichtmodus Symbolansicht seid, wird es leider nicht angezeigt. Deshalb seid in der Baumansicht. Dann habt ihr hier den Statussymbol des Vorgangs auch noch. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, das Ganze zu machen. Und Pro-Tipp an der ganzen Geschichte, es erzeugt euch im Grunde genommen keinen neuen Clip, sondern einfach nur eine Konfigurationsdatei mit der Analyse des Videos. Das heißt, was es jetzt gerade macht, ist nur das Video analysieren. Wo ist es besonders wackelig und was muss ich wie ausgleichen? Das wird jetzt alles hier berechnet im Hintergrund und dann wird eine Konfigurationsdatei geschrieben, also noch nicht mal rausgerendert. Und diese Konfigurationsdatei hat die Endung .mlt und die kommt jetzt hier rein. Und jetzt wundern sich einige und sagen, das ist ja nicht stabilisiert, weil wenn ich es jetzt abspiele, werdet ihr sehen, das sieht aber nicht so wirklich stabilisiert aus. Das liegt ganz einfach daran, ist es noch nicht rausgerendert. Was ihr machen müsst, ist tatsächlich diese MLT-Datei nehmen, in eure Timeline ziehen und dann, falls ihr ein längeres Video habt und wollt nur einen Clip stabilisieren, dann markiert euch den Teil, wo euer Video ist, klickt dann auf Rendern, sagt dann Projekt Rendern und sagt dann hier nur markiertes Teilstück. In dem Fall habe ich jetzt hier das ganze Projekt und sagt dann Rendern. Überschreiben, gar kein Problem. Und dann wird es erst rausgerendert. Und dann wird halt eben erst die Stabilisierung geschrieben. Das heißt, diese .mlt-Datei, ich kann sie auch nochmal zeigen, hier wurde sie angelegt, ist auch nicht allzu groß. Ist jetzt hier 19,5 Kilobyte und die kann man auch mit einem Dateimanager, mit einem Texteditor öffnen. Und wenn man das dann sieht man im Grunde nichts anderes als XML, was hier drin steckt. Also da ist einfach nur die Beschreibungsvektoren drin, wie stabilisiert werden muss. Mehr ist da nicht drin.
Da ist also kein Video drin, sondern da ist einfach nur, irgendwo steht auch nochmal hier ein paar Daten zum Video selber, zum Quellformat, und hier ist die Quelldatei selber. Und das sind einfach nur Beschreibungsdateien, wie stabilisiert werden muss, um das Ganze stabil zu machen. Dann seht ihr hier noch ein paar andere Optionen, Tripod 0, Properties, die man setzen kann, Zoom 15 zum Beispiel, also die ganzen Sätze, die Einstellungen, die ich gesetzt habe. Das heißt, erst wenn ich rausrendere, wird tatsächlich das auch übernommen. Und ja, es rendert dann den ganzen Videoclip in einer stabilisierten Form aus. Deshalb empfiehlt es sich, falls ihr wirklich ein Material habt, was ihr stabilisieren wollt, wie gesagt, nicht allzu shaky darf es sein, ansonsten wird es schwierig, dann rendert das erstmal raus, testet die Einstellung, ob es euch dann gefällt. Und wenn es euch dann gefällt, dann wendet das vielleicht auf einen ganzen Clip, der ähnlich unstabil, instabil ist, an. Ansonsten, was natürlich auch empfehlenswert ist, ist immer 4K-Videos. Da kann man gut reinzoomen, wenn man Full-HD-Videos erzeugen möchte. So, machen wir mal vom Start an. Und jetzt sehen wir mal, wie stabil das Ganze gerendert worden ist. Ihr seht, es ist eine ganze Ecke mehr reingezoomt als beim Originalclip. Und ich finde, ja, okay, an der einen oder anderen Stelle merkt man noch, es ist digital nachbearbeitet. Hier ist es, die Schärfe ist weg, aber es ist schon deutlich stabiler und man kann damit durchaus arbeiten. Gerade wenn ihr, was weiß ich, gerade einen Vogel oder sowas mit einem Ultra-Zoom irgendwie aufgenommen habt in Sachen Video, macht das ordentlich für Sinn. Aber auch solche Produktshots kann man damit durchaus noch stabilisieren und das Ganze noch feintunen. Und ja, das ist so mein Tipp, wie man mit KDN Live Videos stabilisieren kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran. Ihr könnt liken. Ich habe eine ganze Playlist mit KDN Live Tipps und Tricks, die ihr euch auch anschauen könnt, falls ihr mit KDN Live unter Linux Videoschnitt machen wollt. Abonnieren fleißig, Kommentare, Fragen, falls ihr habt. Natürlich werde ich die auch alle beantworten. Das war's für diesen kleinen Videoclip und bis zum nächsten Mal. Ciao.